Hallöchen zusammen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir einen New Holland T600. Der ist ähnlich wie der Maße Ferguson 6700, den ich gerade vorgestellt habe und auch gerade schon euch präsentiert habe. Der Mod hat eine Größe von 14, knapp 15 Megabyte und hat auch einen netten Sound, muss man sagen. Könnt ihr schon ein bisschen gespannt drauf sein, wie er sich der Kleine anhört. Also es ist bei der Mitteltraktoren zu finden. Ich finde ihn relativ klein. Er kommt mir richtig klein vor irgendwie. Aber wie gesagt, es gibt einiges zu machen hier. Wir fangen mal mit den PS-Zahlen an. Nächstes Mal, wie gesagt, ach so, was ich noch vergessen habe, das ist die Version 1.0 dann, bevor es wieder ganz vergessen wird. New Holland T6000. T6000, genau. 112 PS, Standard, 175 Liter Sprit und 50 km/h. Felgenfarbe könnt ihr in den drei Sachen wählen, entweder dem Schwarz, dem Grau oder halt in diesem Weiß. Na? Hauptfarbe könnt ihr auch in den drei Farben ändern, in dem Braun, in dem Schwarz oder halt wieder in dem ganz normalen John Deere, New Holland Blau. John Deere, oh je. Konfiguration. Wer Standard? Dann bekommt ihr hier vorne ein bisschen Gewicht schon. 400 Kilo, 600 Kilo, also hier. 800 Kilo, 1200 Kilo und dann die Fronthydraulik. Dann haben wir hier noch 900 Kilo Typ 2 und wieder die Standard, also sprich gar nichts. Reifenhersteller wäre mit Trelleborg, Nokian, Michelin und Mitas möglich. Trelleborg mit Standard, mit umgekehrter Vorderräder. Radgewichte, Breitreifen. Nochmal Breitreifen. Dann haben wir hier die Pflegebereifung drauf. Die hinteren Zwilling schmal. Ne? Sieht hinten dann so aus. Und dann haben wir noch Zwillingsbereifung hinten die Normalgröße. Dann haben wir hinten breite Reifen. Zwillingsbereifung vorne und hinten. Und wieder Standard. Nokian geht nur mit Standardreifen. Michelin haben wir mit Standardreifen, mit umgekehrter Vorderräder, Radgewichte dran. Breite Reifen 1, da ist das nicht schon mal hier. Ihr seht hier, das ist schon ziemlich breit das Ganze. Dann haben wir hier die breite Reifen 2. Ich gehe noch mal kurz nach hinten, damit ihr seht, wie breit es dann ist. Und dann haben wir Zwillingsbereifung hinten doppelt. Vorne genau das gleiche. Und wieder Standardreifen. Mitas, Standard, umgekehrte Vorderräder, Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne. Und wieder die Standardreifen und dann haben wir wieder die Trelleborg. Designs schmal. Da kann man hier diese Kotflügel, ihr setzt mal, ich mach's mal so, dass man vielleicht ein bisschen besser sieht. Small, Plastik. Oder ihr könnt es auch als weit. Dann sieht es halt dann so aus. Ne? Je nachdem, auch was ihr für Reifen dann drauf habt, dass es dann halt so oder so besser aussieht. Wieder schmal, je nachdem, was ihr halt hier wollt. Ne? Gut, dann haben wir hier Rundumleuchten, die sind hinten. Eine, die andere oder halt beide. Oder keine halt. Motorausführung, 112 PS, 117, 122, 127, 132 und 137, 150 PS und dann wieder die 112 PS. Dann geht noch der Frontlader, Alloy-Konsole oder nein. So, wie gesagt, in der mittleren Traktorenkategorie zu finden. Sieht so aus. Man kann die Türe von außen aufmachen. Kein Sound dabei. Hier haben wir dann noch ein bisschen, ja, haben wir die Breitenreifen übrigens auch drauf und die Schutzbleche in Breit, glaube ich, habe ich hier genommen. Ja, ich glaube, das waren die in Breit. Genau. Ja, so sieht er wie gesagt aus. Hüpfen wir mal rein in die Kiste. Innen drin sieht es dann so aus. Hier kann man, wie gesagt, die Türen auch öffnen. Haben wir ja gerade von außen schon versucht. Das funktioniert hier. Hier kann man noch den Rollo wegmachen. Sonst haben wir hier keine mehr, bis auf das hier hinten. Das funktioniert. Hier kann man auch nichts klicken. Irgendwas zum Umklappen oder so. Sieht ein bisschen verwaschen aus hier auf der Seite, finde ich. Ja, ich lasse mal die Hupe an. Standard-Hupe, Motor. Gehen einige Lichter da vorne an. Er ist ziemlich ruhig, finde ich. Rundumleuchten funktionieren. Fuß wird gedrückt, ihr seht selber hier. Hebel wird allerdings
nicht bewegt, wie es aussieht. Nee. Dafür bewegt sich der linke Hebel. Ihr seht es hier. Der orange, ne? Je nachdem. Die Zeiger funktionieren vorne auch. Und es ist, wie es aussieht, auch und wie es sich anhört, wie es aussieht, auch ein anderer Sound. Ich finde allerdings, der Sound ist heute ein bisschen leise irgendwie, muss ich sagen. Wir machen mal ein bisschen lauter, damit ihr es vielleicht besser hört. Moment. So. Schläuche sind eingestöpselt. Antriebswelle ist auch drin. Das funktioniert soweit. Ihr hört's schon. Der Sound, er bruddelt ein bisschen vor sich hin. Brodelt, wie man auch das nennen möchte. Das funktioniert auch. Und ihr habt es vielleicht auch gerade schon gehört. Wir haben einen Gangschaltungssound dabei. Ja. Hört sich gut an. Auch hier kein Problem. Funktioniert soweit. Im unteren Bereich hört es sich echt gut an. Auch wenn man langsamer und dann den Schaltungssound. Gerade hat er wieder geschalten. Der jetzt sagen, das funktioniert gut genug hier. Jetzt nichts zu meckern, wie gesagt, der eine Fuß. Ah, es werden sogar, ist jetzt gerade beim Bremsen, wird auch der mittlere, der andere linke Fuß praktisch betätigt beim Gas geben, beim Bremsen. Das funktioniert auch sehr schön. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz in die Nacht rein, wie es aussieht. Einmal Licht, das sieht gut aus. Zweimal Licht. Dreimal Licht. Viermal Licht, wieder alles aus, innen drin. Ihr seht, hier gehen ein paar Zeiger an, beziehungsweise ein paar Lichter an hier drin. Das funktioniert. Und auch hier gehen noch ein paar Dioden an, ein bisschen Lichter, Quellen. Hier oben ist irgendwo ein Licht, wo runterkommt. Ich sehe jetzt allerdings nicht, woher es kommen soll. Bei Türe auf geht kein Licht an. Was auch lustig ist, wenn ich hier ein bisschen rübergehe, man sieht, das Display wird um einiges größer. Ne, ihr seht es hier. Cool, ist mir noch gar nicht so aufgefallen bis jetzt. Ja, Hupe haben wir ja schon. Ja gut, man kennt sie ja. Blinker wollte ich noch zeigen, genau. Blinker funktioniert auf der Seite. Und auf der Seite funktioniert es natürlich auch innen drin. Man hört es auch. Warnblinker funktioniert auch. Einwandfrei. Logbuch. Ihr seht hier schon Lua-Core-Stack drin. Das hat mit dem Gewicht irgendwie zu tun. Aber sonst sehe ich jetzt gerade nichts. Der wiederholt sich wohl scheinbar laufend. Okay. Okay. Gut zu wissen. Sonst habe ich damit eigentlich kein Problem. Hört sich gut an. Kann man als Hoftraktor mit Sicherheit verwenden. Vielleicht auch für andere Sachen auf dem Feld draußen mit Sicherheit auch. Link ist wie immer unten in der Beschreibung drin, wenn ihr ihn haben wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier. Bis denne, mach's gut und tschüss.